Drogen runterspülen. Aha! Da kennt sich aber einer aus. Oh, der sieht mich. Der sieht mich auf jeden Fall. Macht schon! Gesicht zur Wand! Und Beine auseinander! Das wird aber pervers, was ihr da macht. Unnötig kompliziert, okay? Und Kontrollpunkt. Wasserpfeife. Nehme ich halt eine Wasserpfeife mit. Das ist echt witzig. Vor ein paar Wochen hatte ich auf diesem Stockwerk einen Fall von Ruhestörung. Und der Vermieter hat sich beschwert, dass das Gebäude nach Kiefern riecht. Ich schätze, jetzt wissen wir warum. Make love, not war. Save the whales. Also die Leute, die viel kaufen in Games. Erste Hilfe. Brauchen wir nicht. Auch keine erste Hilfe, keine zweite Hilfe. Ich mach das Hammer. Nee, ich bleib bei meiner Wasserpfeife. Hä? Wo ist sie hin? Nein, meine Wasserpfeife ist weg. Nee. Anderer Raum, okay. Okay, dieser Crack-Arsch bricht sich also bei einem Kampf ein Bein und geht dann allein ins Krankenhaus. Ja? Ja, ich weiß, aber es wird noch besser. Okay. Der Kerl geht also zur Anmeldung und die Krankenschwester fängt an zu schreien. Und warum? Weil er eine kleine Axt im Schädel hatte. Kein Scheiß. Der Typ war so high, dass er es nicht gemerkt hat. Also, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Nein, nur jede Woche, was? Oh Mann. Was dauert hier eigentlich so lange? Wir haben, wie viele? 6 Einheiten, die diesen Kerl jagen? Auf manche von uns wartet zu Hause ein Kätzchen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich hatte mal eine Katze, die zu Hause auf mich gewartet hat. Sie ist tot. Das ist eine Story. Einfach nur wieder ein Bullen-Outfit, bringt mir nichts. Als Hippie verkleiden, ja, dachte ich auch, aber ich meine, die Hippies werden ja hier auch durchsucht, oder? Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Ich meine, ich kann es versuchen. Aber ich glaube, als Kopf verkleidet kann ich wenigstens ab und zu Dings einsetzen. Instinkt, um die zu täuschen, wenn die mich sehen. Hippie geht das, glaube ich, nicht, oder? Ah, komm. Wir versuchen es mal. War hier nicht irgendwo einer, den man easy mitnehmen konnte? Ah, hier, ja. Ah, als Hippie verkleiden ist nicht. Ich habe mir einfach so 160 Negativpunkte eingehandelt. Well, danke dafür. Ich Hilfe! Wir brauchen einen Doktor! Der Mann hier ist ohnmächtig geworden. Einfach so. Ohne irgendwas. Schnell, wir müssen ins Krankenhaus. Okay, also dann bleiben wir Kopf. Natürlich. So. Preis. Eine halbe Stunde. 15 Dollar. Regulär 25. Flammbad. Aha.
$15 für eine halbe Stunde? Baden oder was? Oh. Kann ich hier ranzoomen? Der wichtigste Teil ist weggeknickt. Hey, hören Sie, Chief. Das ist keine Razzia. Der Kerl, den wir suchen, ist extrem gefährlich. Aber an dem müsste ich ja eigentlich vorbeikommen mit Instinkt. Oh, aber an den beiden nicht. Ich wette meinen Arsch, dass ich dich von irgendwoher kenne. Ja, wie komme ich an den beiden vorbei? Das ging mich? Oh, lol. Hand in den Rekorder einlegen. Der Typ ist, ich glaube, ich muss den Typ hier ausschalten. Der ist ein kleines Problem, oder? Und du? Eine meiner leichtesten Übungen. Der klassische DJ-Polizist-Trick. Hey, Missing! Das war doch der eine aus dem Hotel! Den hab ich nicht umgebracht, das war ich nicht. Da! Das ist der Mann aus dem Hotel! Warum wird mir das so krass gezeigt? Handgemenge freigeschalten. Bahnhof. Ausgang finden. Okay. Hä? Hammer und Schere austauschen. Warum tauscht man eigentlich immer nur? Hat es immer nur eins? Warum habe ich hier 6, 7 Slots? Und tausche immer nur. Ach du Kacke. Wait, what? Da reicht schon mein Instinkt nicht, um da durchzukommen. Das sind ein bisschen viele. Warte, ist das... Ja. Hey, Sie! Chicago
Police Department. Stehen bleiben. Nee, nee. Ach du Scheiße! Hallo, Glittings. Ich bin auch Cop. Ich muss zur Arbeit. Ich muss wirklich dringend los. Was? Nein, 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 ich... Hört auf, auf mich zu schießen! Hier sind Zivilisten! Ich nehme die als Schutzschild! Nein! Zivilisten! Zivilisten! Ja, yeah, halt einen anderen Slot aus. Ja, kann ich nicht. Ich kann keinen anderen auswählen. Du kannst nur den. Oh, hier ist ja eine Tür. Oh. Ach so. Oh nein, das lassen Sie schön bleiben. Wie, was lasse ich bleiben? Wie siehst du mich denn? God dang it! Komm, ja. Ich gehe nach Hause. Ruhig. Fuck! Ein Ernst? Haben die denn für Adleraugen? Bin... so stealthy. Ah, okay. Ich dachte, Angriff heißt irgendwie, ich kill den. I see. Einfach immer Verkleidung wechseln. Einfach frische Klamotten anziehen. Es bringt zwar nichts, weil es absolut keinen Unterschied macht. Aber einfach, weil ich es kann. Der Rest ist sicher DLC. Was für ein Rest? Bei der Future-Version. Was ist das? Achso. Ah, Kara bringt mir nicht viel. In der Situation schon gar nicht. Da sind ein bisschen viele. Oh, der SWAT-Trupp rückt aus. Ne, die anderen Slots, die werden ja belegt. Zum Beispiel jetzt mit der Knarre hier. Aber diese Special-Items... Die kannst du immer nur auf diesem einen und denselben Slot. Sehe ich nicht ganz. Okay, mal gucken, ob die mich sehen. Tut mir leid, Chef. Ja, also haben Sie bitte etwas Geduld. Warten wir noch was hin. Wo muss ich denn hin? Verehrte Fahrgäste, der auf Gleis A einfahrende Zug ist nicht für den Personenverkehr bestimmt. Bitte nicht einsteigen. Okay, was
Ja, warte mal. Shit. Ich habe den Waffenhändler unterschätzt und bezahle nun dafür. Ich muss raus, die Straße erreichen, mich bedeckt halten, in der Menge untertauchen. Das Netz der Polizei wird enger. Noch mehr Polizei hat schon alles, um mich zu kriegen. Ich muss raus aus dem Gebäude, rein in die Menge. Flugsignale wieder einschalten. Ah ja, die Polizei hat den Bahnhof übernommen. Alle Züge gestrichen, werde nicht lange unentdeckt bleiben. Muss improvisieren, den Kontrollraum des Bahnhofs finden, das Zugsignal sabotieren und einen Zug steigen. Meine einzige Chance. Okay. All trains cancelled. Aber da sind ja überall Cops. Erzählen irgendwas von einem Killer. Tag, was ist hier? Verstecken. Ich zock hier nur ein bisschen. Was ist da für Schrott drinne? Wie soll ich denn da reinkommen? Ja, gute Nacht dir. Making it big too. Geil. Nostalgia. Musical Downtown. Jetzt guckt der Cop die ganze Zeit die Tür an. Genau. Plattform B aktivieren. Plattform B. Komm hier auf Plattform B. Hier außen hätte man auch lang gekonnt. Oder was? Nee, hä? Doch. Hallo? Eieiei. Plattform B, da drüben. Wie hätte man dann an den beiden klettern? Ohne Instinkt jetzt vorbeikommen sollen. Lol, jetzt bin ich ja wieder...
Oh Mann, ey. Okay, so wäre man an den beiden vorbeigekommen. Versteck mich in der Masse. Ich habe keinen Instinkt mehr. Scheiße. Was? Ein Kerl mit Glatze? Hier sind so viele. Ich kann das nicht sein. Du stehst da ganz schön nah an den... Komm da weg! Das ist ein... Haltet den auf, das ist ein Springer! Cops! Ich muss hier mal rein. Macht's gut. Ihr Dullis. Verbessert die Reaktionszeit im Nahkampf. Aha. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Aha. Beihandkompetenz. Bahnhof 26.000. Einsatz, hier kriegst du 26, bei allen anderen 7000. Weiß ich nix. Wieder hier der Kram. Ruhe bitte. Ruhe bitte, Teil 1. Also die Sachen würden mich ja interessieren immer, also keine Ahnung. Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er ihr zu nahe kommt. Mann, das ist ja schon längst. Wenn Sie meinen Rat wollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein, weglaufen war noch nie mein Ding. Wir sind gerade weggelaufen. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub? Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Sie versteckt sich irgendwo, alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn sie sie haben. Was, dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny. Gib dem Mann mal Feuer. Lenny.
Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Halt Maul, Wade! Das ist ein irrer Typ, dieser Wade. Der Mistkerl macht mir Gänsehaut. Deshalb mag ich ihn ja. Blake Dexter ist ein skrupelloses Arschloch. Aber um wen Sie sich Sorgen machen sollten, ist sein Partner Dom Osmond. Ihm gehört der Wichsenclub an der Wichsenclub Street. Der Kerl bedeutet Ärger, selbst für meine Verhältnisse. Er hat gute Kontakte. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Weißen Haus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm.